Streifenpolizist, ein Job für Hartgesottene. Raus zum Einsatz heißt oft rein in die Konfrontation. Nochmal, nicht gegen hören, dich hören Sie noch mal. Ich brauche einen nicht Ausweis. Hören Sie doch einfach mal zu. Im Dienst müssen die Beamten auf alles gefasst sein. Bis jetzt ging es relativ klimpfig alles ab. Braucht also noch nie die Waffe einzusetzen. Respekt, für viele nur noch eine Lachnummer. Ich weiß, glaube ich, keine Woche, wo das vergeht, dass man mindestens nicht ein, zwei, dreimal angepöbelt wird. Halten Sie mal bitte an. Und doch gibt es sie noch, Polizisten mit Leidenschaft und Herz. Ich dreh mich weg. Fahren Sie. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Im Polizeirevier in Halle an der Saale macht sich Kommissar Jerome Kühne bereit für die Spätschicht. Der Familienvater hat sich vor 11 Jahren entschlossen, Polizist zu werden. Man weiß im Prinzip, wenn man zum Dienst kommt, nicht, was einen erwartet. Außer sind jetzt Einsätze, aber im normalen Dienstgeschehen, man weiß es nicht, muss sich ruckartig auf neue Situationen einstellen. Und hauptsächlich eben der Umgang mit Menschen. Und natürlich auch ein gewisser Gerechtigkeitssinn. Das auf alle Fälle. Sind Sie gern Polizist? Ja. Der Gang zur Waffenkammer ist längst Routine. Mehrere Kilogramm Selbstverteidigung schleppt der Beamte in jeder Schicht mit sich. Schutzweste, Reizgas, Schlagstock und natürlich die Dienstwaffe. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein, letztendlich. Bis jetzt ging es relativ klimpfig alles ab. Braucht also noch nie die Waffe einzusetzen. Aber wir müssen darauf gefasst sein. Und auch die persönliche Schutzausrüstung, wie die Weste zum Beispiel, ist ja nicht nur Pistolen- oder Waffenangriff, ist ja auch Messer, hauptsächlich. Und das kann ja jederzeit passieren. Messer hat jeder zu Hause, in der Küche. Und es kam schon des Öfteren vor, dass man der andere in die Küche gegangen ist und ein Messer zurückkam. Mehr als 1.100 Angriffe auf Polizeibeamte zählten die Behörden in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr. Jede Streife kann gefährlich werden. Begleitet wird Kühne heute von seiner Kollegin Friederike Schöppe. Die Spätschicht am Freitagabend gilt als besonders turbulent. Ich persönlich mag Nachtschichtwochenenden, weil das Aufkommen am Wochenende generell höher ist als unter der Woche und man auch durchaus mal mit komplexeren Sachverhalten zu tun hat. Viele Jugendliche muss man erwarten, auch viele Angetrunkene, dann generell ruhestörenden Lärm, Körperverletzungsdelikte. Alles, was halt so passiert, wenn gefeiert wird und sich dann Leute treffen, die sich nicht so wirklich mögen. Die erste Fahrt führt die Beamten durch die Altstadt. Im Kneipenviertel von Halle herrscht um diese Zeit Hochbetrieb. In einer Seitenstraße stoßen die Polizisten auf einen Van mit rotem Überführungskennzeichen. Dem Halter vergeht die Feierlaune. Das ist ja ein Rotkennzeichen. Ja, richtig. Und das war ja eine Probefahrt. Das, ich glaube nicht, dass das eine Probefahrt ist, weil dann müssten Sie ja am öffentlichen Straßenverkehr fahrenderweise teilnehmen und nicht parkenderweise. Nein, wir sind ja gefahren. Wir haben jetzt, ich habe jetzt nur was getrunken. Ich fahre ja nicht, mein Fahrer fährt. Mhm. Aber wir haben das Automatikgetriebe neu gemacht und es muss jetzt getestet werden. Das ist ja normal, oder? Es ist eine Probefahrt, das ist kein Problem. Wir haben heute Freitag, ja, also es ist ein offizieller Arbeitstag. Nochmal für Sie als Hinweis. Parken im öffentlichen Straßenverkehr zählt nicht unter die Definition einer Probefahrt. Ja gut, aber wenn ich fahre, kann ich auch parken, oder? Nein. Nein. Das ist ein Witz, oder? Kommen Sie mit, das ist kein Witz. Es ist so. Und normalerweise hätte ich Sie jetzt mündlich verwarnt, belehrt. Schnaps, halte mal bitte die Tür auf. Wir können aber gerne noch ein bisschen weiter diskutieren. Dann kann ich Ihnen gleich sagen, dass es für Sie 50 Euro und 3 Punkte kosten wird. Das Fahrzeug steht im öffentlichen Straßenverkehr okay, und parkt. Frau Schöppe, wir haben eine Panne. Was haben Sie denn für eine Panne? Das Getriebe schaltet nicht richtig. Okay, geben Sie es mir trotzdem. Tut mir leid, ist das jetzt dann ein Problem, wenn wir jetzt eine Panne haben? Wir haben hier eine Panne. Ja, ein Personalausweis hätte ich das gerne noch. Trotz Ausreden und Zierkalaschnikows im Wagen, der Halter entpuppt sich noch als einsichtig. Ich mache mir kurz eine Notiz. Selbstverständlich. Kein und dann ganz entspannt. Belasse ich es heute, weil heute Dankeschön. Freitag ist. Frau Schöppe, Sie sind traumhaft. Und weil Sie hier so hübsch im Sonar sitzen und einen Cocktail trinken, traumhaft. Belasse ich es heute bei einer mündlichen Verwarnung. Aber nach Hause fahren kann ich noch unbehelligt jetzt. Also, ich nicht, also Sie nicht Kollege, mehr? Ja, ja, mein Kollege fährt. Außer er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Schönen Abend noch, ne? Ciao. Mit Charme hat Kommissarin Schöppe die Situation entspannt. Normalerweise hätte man jetzt auch schon ein Fahrwarngeld erheben können, aber. Das war halt meine gute Tat heute.
Sie haben ein Auge zugedrückt. Ja, na. Warum? Es ist immer schwierig. Also ich habe keine großartige Lust, jetzt hier wirklich einen Riesenstreit vom Zaun zu brechen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, ich glaube ihm, dass er wirklich jetzt ein Automatikgetriebe eingebaut hat und dass man dann mit so einem Fahrzeug auch mal ein bisschen Show fährt und dass sich natürlich das hier gut eignet. Ja, gut, gehört dazu. Und deswegen, man muss ja nicht mal gleich mit der harten Keule zuhauen. Ne? Ein milder Frühlingsabend in jedem. Naja, ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass das hier bei den 5 Personen, die da sitzen, wirklich dann in einen Widerstand oder sowas geändert hätte. Und da wir heute nur zu zweit sind, verschiebe ich das aufs nächste Mal. Nicht weit entfernt in Magdeburg. Alarmstufe Blau für eine Funkstreife. Polizeioberkommissar Erik Zühlsdorf und seine Kollegen Dirk Trotzkowski und Florian Albrecht sind auf dem Weg zum Einsatz. Randale an einer Straßenbahnhaltestelle. Die Männer gehören zum Zentralen Einsatzdienst Sachsen-Anhalts, kurz ZED. Bei Bedarf unterstützen sie die regulären Streifen in der Landeshauptstadt. Kommunisten, deutsche Dreckschweine! Ja, Hause, deutsche Kommunisten, Dreckschweine! Kommunisten, Dreckschweine, das waren Nazis! Hinsetzen! Nazis! Setzen Sie bitte hin! Du hast sie behandelt! Nazi-Dreckschweine! Ist doch gut, ja. Du hast ein bisschen was getrunken, wa? Nazi-Dreckschweine! Die Beleidigungen des alkoholisierten Mannes nehmen die Polizisten routiniert hin. Nach einem Saufgelage mit Jugendlichen ist er offenbar ausgerastet. Wir waren nur ungefähr 20 Leute und der kam halt mit einfach uns angequatscht und mit uns getrunken. Wir kannten den gar nicht. Und dann sind wir hierher gegangen und der ist uns hinterhergekommen. Hat er weiter mit uns rum, ist er irgendwann zu besoffen gewesen, hat ihn angegriffen, dann die Scheibe kaputt gemacht. Weil er hat ihm ein paar Mal gesagt, machst du das nochmal? Kriegst du einen. Trotz guten Zuredens der Beamten, der Störer lässt sich nicht beruhigen. Wieder Piratenpartei! Es lebe die Piratenpartei! Die wollen mich kaputt machen, ist er? Wo wohnen Sie denn? Man wird kaputt gemacht hier. Was passiert, wenn Sie das nächste Mal in Straftaten begehen? Wir machen nie mehr Straftaten. Wir machen keine Straftaten? Das ist doch nur wieder eine Scheibe. Ich bin Chris. Als Sie heimkommen, haben Sie versucht, die Scheibe einzuschlagen. Ich hab damit nichts zu tun. Nee, und die Scheibe wollen Sie nicht einschlagen, oder? Ich hab mit den Nazis... Hey, ich warte. Ganz ruhig, Junge. Nichts zu tun hier. Ist gut, ist gut. Ganz ruhig, Jungchen. Geht doch wohl gar nicht. Das ist gut. Ich denke, wir sollen ihn gleich nicht wahrnehmen. Wenn wir ihn unterbringen, werden wir ihn. Alles schön. So, jetzt hochkommen. Hoch, Oberkamera nach oben. Na komm. Und hinsetzen. Schön. Deutschland, Franke! Deutschland, Franke! Deutschland, Franke! Deutschland, Franke! Deutschland, Franke! Deutschland, Franke! Mehr als 600 sogenannte Widerstandshandlungen zählte die Polizei vergangenes Jahr in Sachsen-Anhalt. So viele wie nie zuvor. Es wurde auf jeden Fall erstmal ins Gewahrsam genommen. Er hat 3,13 Promille gepustet, was schon ein erheblicher Wert ist. Bei uns im Polizeiwahrsam prüfen jetzt die Kollegen, ob er gewahrsamstauglich ist. Sollte das so sein, wird er zum Schutz der eigenen Person im Gewahrsam bleiben, bis er ausgenüchtert hat. Und morgen früh kann er seinen Weg fortsetzen. Weil bei der Befragung, ob er weiß, wo er hin will und wo er wohnt, konnte er keine klaren Antworten geben. Und von daher fahren wir jetzt rein. Alkohol ist meistens unberechenbar. Also man kann immer genau sagen, der ist friedlich, der ist nicht friedlich. Die Hemmschwelle sinkt. Man ist mutiger. Viele verkraften halt nicht so den Alkohol, werden aggressiver. Und damit haben wir leider oftmals Probleme. Und ja, ist immer ein leidiges Thema bei uns. Je später der Abend, desto höher der Alkoholpegel. Das bekommen auch Schöppe und Kühne immer wieder zu spüren. Ein Anrufer hat gemeldet, dass Jugendliche Flaschen auf die Straße werfen. Schönen guten Abend. Kühne, AK Süd. Wie bitte? Kühne ist mein Name, von AK Süd. Was ist ein AK Süd? RK. Richard Konrad. Richard Konrad, AK Süd. Nee, AK. Revierkommissariat Süd. Was sind das für ein Sie? So, sind das Ihre Flaschen? Nein. Nein. Das ist nein. Von da drüben vor, ne? Ohne Scheiß. Ich hab die sind von da drüben hier rüber geflogen und nein, sind nicht kaputt gegangen. Wir vorne von der Haltestelle. Weil wir haben hier uns alle hier, gucken Sie mal hier, die stehen hier. Da, in einem Beutel. Die Lärmflaschen liegen im Beutel.
Aber die gehört definitiv zu Ihnen. Nein, definitiv nicht, weil da ist meine Flasche. Das ist aber auch eine Hasseröder Flasche. Eben haben sie eine Hasseröder getrunken. Also. Markenbier. Ja. Markenbier. Der Respekt vor der Uniform schwindet. Da macht Halle keine Ausnahme. Wieso eigentlich? Weil ich gerne ihre Identität feststellen möchte. Meine Identität ist hier, ja, da, wo ich wohne. Seinen Personalausweis hat der junge Mann nicht bei sich, nur eine EC-Karte. Kommissarin Schöppe nimmt es mit Humor. In Halle geboren? Ja. Dass Sie mir wahrheitsgemäße Angaben machen müssen, wissen Sie? Ja. Ansonsten wird's teuer. Ich habe jetzt 30, Ihre EC-Karte. 30, 30, 30. Ja, nee, können Sie behalten, da ist nicht mal drauf. Folgendes, es gibt Beschwerden? Ja. Lärm, Flasche, Polster. Sieht so aus, als würden Sie sich auch hässlich niederlassen. Lassen Sie mich ausreden. Bevor Sie jetzt hier... Sie wohnen da oben, das ist Ihre Wohnung. Das hier ist der Gehweg. Das heißt, hier kann man gehen, hier sollte man gehen können. Ja. Dass hier Flaschen liegen. Ich schwöre Ihnen, ja. Gucken Sie mal, hier stehen leere Flaschen, da stehen leere Flaschen. Sie werden bitte das hier aufräumen, diesen Bereich. Ja, hier, ja, hau dich da. Und auch dann mit Ihren Freunden zusammen in die Wohnung gehen oder wohin auch immer. Sie waren, ja, wollen ja heute noch arbeiten gehen. Ich muss gleich los, also in 3 Stunden. Sie haben mal ein bisschen was getrunken, oder? Ja. Was sagt denn Ihr Chef dazu? Nichts, weil bis dann bin ich nüchtern, weil ich habe nur Bier getrunken und ich höre jetzt auf. Ich habe nur noch ein Bier. Ja. Da ist es. Also passt ja perfekt. Dann trinken Sie das Bier aus, räumen zusammen und wenn Sie dann sowieso auch arbeiten müssen, dann sage ich auch nichts. Wie fanden Sie das denn, dass da jetzt die Polizei kommt? Okay. Ist okay, ist okay. Ohne Scheiß, ist okay. Ich nehme das auch ernst so, ja. Ich packe hier meine 2 Flaschen weg. Ich pack das ein. Ich pack das ein, ja, aber das ist lächerlich. Ciao. Meine Erfahrung ist, dass wenn man auch etwas lockerer vielleicht auftritt oder humorvoller oder sich ein bisschen auf das Niveau einstellt oder was heißt Niveau, so auf das, so wie der Mensch halt dann drauf ist in dieser Situation, das kommt dann schon ein bisschen besser an. Und lieber mache ich mich dann anfangs etwas kleiner als gleich ganz groß. Das ist aber auch wirklich vom Einzelfall abhängig. Also es gibt Situationen, da ist es manchmal angebracht, auch eine Frau mit dabei zu haben. Und dann wiederum gibt es vielleicht auch eine Situation, die schon so weit eskaliert ist, dass da wirklich nur noch mit Gewalt gegen vorgegangen werden kann. Und wenn man dann als Frau körperlich unterlegen ist oder schwächer ist, dann ja, hat man vielleicht nicht unbedingt verloren, weil man hat ja noch Pfefferspray und andere Sachen. Aber es ist schon weitaus schwieriger. Zurück in Magdeburg. Die Männer des zentralen Einsatzdienstes sind zu einem Auffahrunfall gerufen worden. Routine für die Beamten, für die beiden Fahrerinnen aber Stress pur. Polizeimeister Florian Albrecht vernimmt eine der Beteiligten. Folgendes, möchten Sie ungefähr hergehen, was dazu sagen oder nicht? Ich habe auch nicht viel mitbekommen. Ich habe nur gesehen, von Weitem ist es grün geworden. Also Sie sind jetzt von da angefahren? Ich bin von hinten gekommen, von Düsseldorf. Und ich habe gesehen, es ist grün geworden und ich bin einmal gewesen, sie fährt rum und ich habe uns mal ganz kurz das Radio leiser gestellt und auf einmal legt sie eine Vollbremsung hin. Also sie fuhr die ganze Zeit vor ihm? Ich glaube ja, ich weiß es nicht, aber ich stehe jetzt auch gerade unter Schock. Ja, nee, ist ja noch verständlich, wie gesagt. Dirk Trotzkowski dokumentiert den Schaden. Die Sache scheint klar. Wie es aussieht, ja, Abstand würde ich sagen, ja, letzte Ampel, sie ist aufgefahren, na ja gut, dann bleiben nicht viele Möglichkeiten, ne? Florian Albrecht spricht auch mit der Geschädigten. Ihre Beifahrerin wird unterdessen im alarmierten Krankenwagen behandelt. Ich wollte rechts abbiegen und bremst man vorher eigentlich. So habe ich gelernt, ja, in Deutschland. Habe ich gebremst kurz, dass ich abbiege, aber sie hatte, denke ich mal, weiß ich nicht, wie viel Geschwindigkeit. Dann ist sie darauf gefahren. Das war aber ganz dolle. Das müsste schon Gas gegeben haben. Ihre Beifahrerin ist verletzt? Ja, sie hat denke ich mal, so hier ein bisschen Schmerzen und an dem Halswirbel. Bisschen, ja. Und jetzt ist ihr Auto kaputt? Naja, ein bisschen habe ich nicht geguckt, so richtig. Stand ich auch unter Schock. Das war so ein bisschen doller. Nach einigen Minuten ist der Unfall aufgenommen.
Polizeimeister Albrecht versucht immer noch, die völlig aufgelöste Verursacherin zu beschwichtigen. Beruhigen Sie sich, es ist ein kleiner Unfall. Wir sind jetzt hier mit aufzuklären. Versuchen Sie zu beruhigen, ich weiß, es ist nicht einfach auf dieser. Man muss noch ein bisschen Mensch bleiben. Ja. Klar muss man natürlich versuchen, irgendwie aufzunehmen, auch objektiv und so weiter, aber halt versuchen wir ein bisschen zu trösten. Ja. Das ist auch dann, das gehört dazu. Also es ist ein bisschen Psychologie. Ein herbeigerufener Freund fährt Frau und Auto schließlich nach Hause. Zurück im Revier. Endlich Zeit für eine kurze Essenspause. Auch in dieser Schicht gibt es wieder einmal Junkfood. Hotdogs vom nahegelegenen Imbiss. Diese Wechselschichten sind anstrengend. Früh, spät, Nacht und unregelmäßig. Das ist anstrengend, ja. Weil man halt auch nicht genau weiß, wann kann man was essen, wann hat man mal Pause. Ja, meistens dann auch ungesund. Für die Familie ist es schon sehr belastend, zumal sie auch viel Rücksicht nehmen müssen. Gerade wenn ich aus der Nachtschicht komme, dürfen sie halt nächsten Tag nicht so laut sein, wie das eben so ist. Haben die auch manchmal Angst um sie? Ja, sicherlich auch, ja. Oftmals wollen sie auch gar nicht wissen, warum meine Frau mich im Meister auch gar nicht wissen, was wir im Einzelnen so gemacht haben oder wo wir waren und was passiert ist. Wenig später der nächste Notruf. Schlägerei vor einer Diskothek. Auf die Beamten wartet eine brenzlige Situation. In Halle haben die Kommissare Schöppe und Kühne unterdessen einen verdächtigen Autofahrer gestoppt. Guten Abend. Mein Name ist Schöppe, Revierkommissariat Süd. Führerschein, Fahrzeugschein hätte ich gern von Ihnen gesehen. Frage, haben Sie alkoholische Getränke zu sich? Drei Bier. Jawohl. Können wir ja mal einen Test machen, oder? Natürlich. Dann geben Sie mir noch den Führerschein. Ja, waren es nur drei Bier? Ja. Okay. Weiter. Danke. So. 1,0 Promille, Herr. Wissen Sie, wie viel Promille Sie haben dürfen? 0,8 maximal. Nee. 0,5. Wieder einmal hatten die Beamten den richtigen Riecher. Man kann 50 Mal kontrollieren und hat keinen einzigen dabei. In dem Moment war das jetzt hier eine Verkehrskontrolle und das hat gleich gepasst. Zufall vielleicht auch, ja. No. Zur Klärung der Angelegenheit ist ein zweiter Streifenwagen notwendig. Mit vereinten Kräften schieben die Polizisten den Wagen von der Straße und auf einen nahegelegenen Parkplatz. Da ist er unter Alkohol. Und das zieht erstmal nach sich, da es ja über dem Grenzwert ist, dass er das Auto nicht mehr fahren darf. Und deshalb müssen wir schieben, weil wir selber auch nicht fahren dürfen. Sie dürften jetzt nicht das Auto wegfahren? Nein, das ist reine Versicherungssache. Und deshalb muss man halt ein bisschen Kraft aufwenden. Der Verkehrssünder muss mit auf die Wache. Ihm blühen nun eine Geldbuße, 4 Punkte in Flensburg und mindestens 1 Monat Fahrverbot. In Magdeburg sind die Beamten um Erik Zühlsdorf auf dem Weg zu einer Diskothek am Stadtrand. Zwischen Besuchern und Sicherheitsleuten soll es eine Schlägerei gegeben haben. Keiner. Was sagst du denn noch? Leise. Okay. Runterkommen. Okay. Ich sag's in Halt. Verstehst du? Meine heißt weiß. Warum diese Schlagen vor mich? Boom. Ich mache diese. Zwei Personen, diese Schlagen. Warum? Okay. Das kann ich Ihnen diese. Nicht. Die Situation ist unübersichtlich. Offenbar war noch ein zweiter Gast an der Auseinandersetzung beteiligt. Ja, der war da mit, der hat das Auto zerstört. Ich hab Arzt gemacht, lachende Brüste und so. Und die Brüste haben mit Köpfen in die Wand geklopft und so. Eine Person. Noch eine Person. Sein Kumpel. Der hat die Straße runter. Warum diese Schlage vor mich? Das ist Nazi. Verstehst du? Was ist Nazi? Was ist Nazi? Okay. Junger Mann, bevor wir jetzt weiterreden, brauche ich erstmal einen Ausweis von Ihnen. Okay. Ja? Aber dieser gesagt, nochmal, ich brauche einen Ausweis. Hören Sie doch einfach mal zu. Haben Sie jetzt einen Ausweis für mich? Einen Ausweis. An eine geordnete Vernehmung ist nicht zu denken. Wer hier wen, warum geschlagen hat, es bleibt im Dunkeln. Nee, die wurden oben und nicht rein. Vorne rein.
Und da haben die irgendwie. Vorher schon aggressiv gewesen, lauter oder wie war das? Ja, haben eine Gäste angepöbelt und so. Ja. Warum nicht schlagen für mich? Ja, ich hab den nicht mal angefasst. Ich hab meine Hand hier in der Tasche und hab nur mit dem Gerät die Geschäftsführer gerufen. Mehr mache ich nicht. Ne? Während die Kollegen versuchen, den aufgebrachten Gast zu beruhigen, kommen die Männer vom ZED einer weiteren Streife zu Hilfe. Sie hat einen Flüchtigen wenige Meter entfernt gestellt und braucht Verstärkung. Warum, wird schnell klar. Wollen wir das mal ein bisschen sagen? Warte! Alles gut. Warte! Hier aus dem Handtuch zum Abtrocknen. Ja, kein Wasser, alle! Das Verhalten des jungen Iraners gibt den Beamten Rätsel auf. Möglicherweise hat er beim Streit mit den Security-Leuten Reizgas abbekommen. Ein Fall für den Notarzt. Warte, Schluss! Ja, komm, ja, kein Wasser am Schluss. Warte! Guck hin, was du machst. Ja! Da hinsetzen, warte! Da hinsetzen. Da. Sit down. Warte. Yes. Ja, ich weiß. Ja, jetzt bleibst du sitzen. In Ruhe jetzt. Ja, okay. Jetzt no water. Der muss irgendwie Verwurzelung, was gekriegt hat. Musst du mal gucken. Ja, aber nicht von unten. Ja, aber das riecht aber nach Verwurzelung oder sowas. Ich wollte mal auf Drogen tippen. Dass er da irgendwas vermischt hat. Also normal ist es nicht. Also, nee. Also war gar nicht mehr Herr seiner Sinne. Er wird ins Krankenhaus verbracht. Da wird sich um ihn gekümmert. Er hat, denke ich mal, ein Beruhigungsmittel jetzt bekommen. Dann wird geguckt, was er drin hat und was man gegen machen kann. Der Kollege Herr Zuster fährt jetzt mit? Der fährt jetzt mit, ja. Ja, um mal zuzupacken. Sind ja auch Mediziner. Ja, und, ja. Von daher auch um ihre Sicherheit. Wenn er jetzt da um sich schlägt oder irgendwas runterreißt, dann fährt er jetzt mit. Wir fahren hinterher. Und nehmen unseren Kollegen dann wieder mit an Bord. Trauriges Ende einer Disco-Nacht. Einsatz für Friederike Schöppe und Jerome Kühne. Am Bruchsee in Halle soll eine Gruppe Jugendlicher zwei Kinder ausgeraubt haben. Die beiden Jungs waren angeln, als sie bestohlen wurden. Alles klar. Was haben sie dir geschmopst? Mein Handy. Dein Handy und dein Messer. Gut. Dann gehen wir jetzt vor zu den Autos. Jo. Einer steigt bei uns mit ein, ein anderes Auto und dann gucken wir mal lang, ob wir was sehen. Ja, okay. Gut. Gehst du dort mit? So. Am besten, du setzt dich in die Mitte hier, weil dann sieht man dich auch von außen nicht so. Gut, und dann fahren wir mal los. Okay, schneidest dich an. Wir haben den Jungen, dem sie das Messer entwendet haben, an Bord und prüfen den Bereich nördlich der Magistrale ab. Heide Klaus und der dortige Spielplatz negativ. Wir verlegen zur Skater. Gemeinsam mit den Kindern suchen die Polizisten das nahegelegene Umfeld rund um einen Skatepark ab. Guck mal rechts. Ja. Was sind das? 5001, die 3042 hat vier Jugendliche. Stopp mal! Alle stehen bleiben. Schönen guten Tag, Kühne. Oder Polizei. Ja. Ihr seid so ein bisschen verdächtig, am Bruchsee gewesen zu sein. Ist das richtig? Bruchsee? Ja. Bruchsee? Ja. Nicht? Weil da wurden zwei Jungs überfallen. Also nochmal zur Erklärung. Hier hat ein Raub stattgefunden. Die Täterbeschreibung passt zu mir. Einmal zu dir und einmal zu ihm. Rote Haare? Ja. Ja. Deswegen halten wir euch jetzt hier an. Wo das eine geschädigte Kind, was bei uns im Auto ist?
sitzt, sagt, dass die das waren. Könnt ihr mit dem zweiten Geschädigten mal herkommen? Hat der dein Handy verloren? Handy verloren. Nein. Sicher nicht. Ansonsten ist es nur so. Was ist das gefundene Handy? Als den Jugendlichen offenbar dämmert, dass sie aus dieser Geschichte nicht mehr herauskommen, zieht einer von ihnen plötzlich ein Handy aus der Tasche. Am Bruchsee gefunden, behauptet er. Über Funk klärt sich schnell, das Telefon passt genau auf die Beschreibung. Als das zweite Opfer eintrifft, scheint der Fall geklärt. Die anderen waren die mit dabei? Ja. Alle? Alle Vierer? Auch nicht die Mädchen. Nee, die nicht, nur die Vierer waren mit komplett mit dabei. Ja. Die Täter sind überführt. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Alle werden festgenommen und kommen zur Vernehmung auf die Wache. Um den Rest müssen sich später die Eltern kümmern. Dieses sogenannte Abziehen, wie es so in dem Jargon heißt, ist mittlerweile gang und gäbe. Also jugendliche Gruppierungen zwischen 2 bis 6, teilweise 8 Leuten, die dann bei Treffpunkten, wo sich Jugendliche, wie im Bereich Skaterbahn zum Beispiel oder anderen Spielplätzen, wo sich viele Jugendliche aufhalten, dann suchen die sich schon gezielt welche raus und so Handys, Geld weniger, weil die Jugendlichen weniger Geld haben, zumindest in dem Alter. Aber so ein paar kleine Wertsachen, ich sag mal Gameboys, Nintendo, sowas in die Richtung, wird dann schon gerne dann mal abgezogen. Die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord in der Innenstadt von Magdeburg. Schichtbeginn für die Männer des zentralen Einsatzdienstes. Kaum haben die Beamten das Gelände verlassen, kommen sie schon zum ersten Mal zum Einsatz. Eine Ordnungswidrigkeit der unappetitlichen Art. Schönen guten Abend. Das ist keine Toilette, ne? Ja, was soll ich machen? Toilette suchen, nach Hause gehen. Oh, ja, ja. Polizeikommissar Zülsdorf, zentraler Einsatzdienst. Ich hätte mal den Personalausweis. Ja? Urinieren in der Öffentlichkeit stellt Notwendigkeit dar. Die werden wir dann auch ahnden, weil ich denke mal, die Bürger, die hier wohnen, die wünschen das nicht so, dass hier immer nach Urin stinkt. Die Beamten nehmen die Personalien des alkoholisierten Delinquenten auf. Der gibt sich unbeeindruckt. Ich werde gegen Sie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige fertigen, wegen Urinieren in der Öffentlichkeit. Dann werden Sie Post bekommen, dann können Sie sich zu äußern, dann können Sie das Bußgeld dazu zahlen. Oder Scheiße ist drauf. Ja? Scheiße ist drauf. Dann scheißen Sie drauf, aber nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Schönen Abend noch. Dem blüht ein Bußgeld, das wird von der Stadt versandt, um die 50 bis 60 Euro. Und wenn er wiederholt angetroffen wird, kann die Stadt dieses auch erhöhen. Und wenn das nicht bezahlt, würde gegen ihn ein Haftbefehl erlassen werden und er würde dann in die JVA einziehen. Wenig später ein Notruf. Es geht um häusliche Gewalt. Ein Mann soll seine Freundin über mehrere Tage hinweg misshandelt haben. Die Frau konnte aus der Wohnung flüchten. Der Bruder des Beschuldigten und ein Freund empfangen die Polizisten. Meine Freundin hat mich gerade angerufen und also da oben mit drei Messer. Hier in der Wohnung. Ja. Aber ich sag Ihnen ganz ehrlich, der ist durchgedreht. Der ist an der Wohnung gemacht. Ja, der hat letztens schon so einen Terror gemacht. Ist er alkoholisiert irgendwie? Wissen Sie das? Oder? Ich weiß es nicht. Schätze mal. Der Beschuldigte hat sich im 4. Stock verschanzt. Eine weitere Streife trifft ein. Sie hat mit dem Opfer gesprochen, das bei einer Freundin Zuflucht gefunden hat. Massiv zu schlagen. Oberkörper, Arme, Hand ist blau, schwarz. Mundwinkel, Blutzeit, Kreislauf völlig runter. Ist allein in Ordnung, alkoholisiert, soll 3 Messer am Mann haben. Ein Hund, unbekannter Rasse in Ordnung. Das ist Familienhund, haben die gesagt. Da könnte der auf der Blende, das ist der Bruder. Dass er den rausholt. Den rausholt dann, ja. Okay. Er hat vorhin mit einer Freundin von ihr telefoniert und hat ihr gegenüber und auch der Geschädigten über eine sehr glaubhafte Morddrohung ausgesprochen. Aus einem Routinefall ist ein gefährlicher Einsatz geworden. Die Schutzweste ist jetzt Pflicht. Zugriff bei einem Bewaffneten. Er soll alkoholisiert sein und von daher müssen wir gucken, wie wir da handeln und auf jeden Fall zum Eigenschutz der Beamten auch rankommen an ihn. Das war also nicht nur verletzte Beamte haben aufgrund der Messer, die er bei sich haben soll. Messer in der Wohnung ist natürlich immer da, weil eine Küche schnell auch greifbar ist. Die Polizisten wissen nicht, was sie in dem Haus erwartet. Gerade bei Wohnungsstreitigkeiten werden immer wieder Beamte verletzt. Insgesamt 7 Polizisten kommen zur Sicherheit mit nach oben. Da haben wir die Polizei!
Wie abgesprochen bringt der Bruder des Beschuldigten den Hund aus der Gefahrenzone. Komm her. Das war's jetzt. Einzeigen. Wo haben Sie das? Ja, Sie lassen Sie halten, bis Sie Ihre Hände schön oben. Ja, ruhig. Langsam runter, ganz langsam runter, komm, hinknien, komm, runter, hinknien. So, Vorsicht hier. Oh, jetzt Beine nach hinten. Langsam. Langsam hinlegen. Ja, wir machen es ja auch alles langsam. Ja, alles gut. Für Sie zur Kenntnis. Wir werden jetzt Anzeige machen von Amts wegen. Wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen Bedrohung. Und da Sie eine Gefahr darstellen, jetzt einen Mord ausgesprochen zu haben, werden wir Sie einer Amtsperson vorstellen. Und die wird dann prüfen, ob wir Sie zum Schutz Ihrer Person einweisen werden, ja? Überall im Zimmer verstreut liegen Messer am Boden. Das massive Auftreten der Beamten hat gewirkt. Nach seiner Entwaffnung lässt sich der Beschuldigte widerstandslos abführen. War jetzt sehr ruhig, also er war nicht renitent gewesen, er war sehr ruhig, hat allen Maßnahmen, allen Anordnungen gefolgt. Natürlich Hauptaugenmerk sollte man bei so einer Festnahme immer auf die Hände legen. Was macht er? Versucht er zu schlagen, versucht er zur Hand zu, in die Taschen zu greifen, um was rauszunehmen aus den Taschen. Weil es hieß ja vorher, er hat Messer an sich und da hat man natürlich schon die Augen auf die Hände. Das allererste, was man macht bei Festnahme, natürlich die Hände fixieren mit Handfesseln und dann erstmal Ruhe reinzukriegen. Von daher. 2,4 Promille, das Ergebnis des Alkoholtests. Weil der Mann verwirrt wirkt und die Angehörigen von psychischen Problemen berichten, wird ein Notarzt hinzugezogen. Und jetzt fahren wir ins Krankenhaus und dort wird er mit einem Neurologen sprechen und dann kann die prüfen, ob er eingewiesen wird oder ob wir ihm ein Betretungsverbot für die Wohnung aussprechen, wenn wir den Sachverhalt genau geklärt haben. Einsatz in einem Plattenbauviertel von Halle. Jerome Kühne und Friederike Schöppe wurden von einer Anwohnerin alarmiert. Der Nachbar droht, sich vom Balkon zu stürzen. Wie, da oben? Zu Ihnen hoch. Ja, wir kommen. Nee, wahrscheinlich ist das, dass er das macht. Da hat es schon mal versucht. In der Wohnung empfängt die Polizisten übler Geruch und laute Partymusik. Sie hatte ganz, ganz dicke Beeren. Guten Tag, mein Name ist Schöpfer vom Revierkommissariat Süd. Machen Sie mal eine Zigarette aus und kommen Sie mal rein. Das lässt ja voll auf den Balkon runter. So. Was ist denn los? Wir haben erfahren, dass Sie hier vom Balkon runterspringen wollen. Ich will ja nicht. Sie wollen nicht? Nee. Hast du aber runtergeblickt? Du hast keine Lust mehr zum Leben. Haben Sie das gemacht? Ich will, das mache ich, als es neu verjährt. Sie haben die Schnauze voll. Ich? Ja. 30, 20. Oh, das mache ich nicht. Dann dürfen Sie es aber auch nicht anbieten. Ich hebe noch. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Okay, dann geben Sie mir den mal. 30, 20. Was haben Sie für Probleme? Der Mann ist sichtlich alkoholisiert und deprimiert. Die Sorgen um seine krebskranke Lebensgefährtin sind wohl zu viel für ihn. Friederike Schöppe ist hier weniger als Polizistin, denn als Seelsorgerin gefragt. Ich habe mal ein bisschen durchgedreht und so, ich will nicht mehr, das ist schnell, ich mache ihn nicht. Das haben fast alle Leute hier im Haus gehört. Ja, und sehen Sie, genau deswegen, weil Sie das gerufen haben, sind wir jetzt hier. Es gibt bestimmte Sachen, die sagt man nicht, das gehört dazu. Damit macht man nämlich keinen Spaß. Ach, ich war so scheiße, wie das ist, sowas sagt man nicht. Was haben Sie denn heute alles getrunken? Nur Bier. Und wie viel Bier? Acht halbe Liter. Und zu mir hast du gesagt drei. Und was denn, das gute Sternburger? So was trinkt man doch nicht. Ich trinke mindestens. Einmal kräftig, ich halte. Aber nicht so kräftig, sonst platzt es.
Pusten, nicht saugen. Pusten, los. Pusten. Wie beim Luftballon aufpusten. Zwischen Pusten und Ziehen kennen Sie den Unterschied. Pusten. Ja, wunderbar. Hervorragend. Oh. 1,87 Promille. Von 6 Bier. So viel. Ihr seht mal, wie stark das Schlammbruch ist. Die Beamten haben Sanitäter und eine Amtsperson hinzugerufen. Sie müssen nun entscheiden, ob sie den Mann in diesem Zustand alleine lassen können. Ich würde schon sagen, dass mindestens so 50% Leute sind, die so mit diesem Begriff sozialer Verwahrlosung so einhergeht. Also das macht wirklich ein großes Feld unserer Arbeit aus. Ich erschrecke nach wie vor immer noch, wenn ich dann in solche Abgründe gucke. Und ich frage mich auch häufig, was einen Menschen dazu bewegt, so abzustürzen. Zurück im Revier. Schreibarbeiten. Für die 32-jährige Kommissarin Gelegenheit, wieder zur Ruhe zu kommen. Stress abzubauen. Seit 7 Jahren ist Schöppe Polizistin aus Leidenschaft. Das ist wirklich so, glaube ich, ein Kindheitstraum. Das ist so schon in der Schulzeit und auch nach der Schulzeit immer ein Berufswunsch gewesen. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, in unterschiedlichen Situationen. Und ich mag es unwahrscheinlich, diese Vielfältigkeit. Also sowohl der Betrunkene, der sich da vielleicht gleich schlagen möchte, oder auch die hilflose Frau oder das Kind, was sich vielleicht verlaufen hat, oder der dementkranke Opa. Oder auch die größeren Sachen, Fußball oder Demonstrationen mit begleiten. Und ich bereue den Schritt bis heute nicht. Im Gegenteil, das war das Beste, was ich so machen konnte. Ja. Spät in der Nacht dann noch Alarm. Massenschlägerei in der Innenstadt von Halle. Jetzt muss es schnell gehen. Als Schöppe und Kühne eintreffen, sind bereits mehrere Streifenwagen vor Ort. Vor einer Shisha-Bar gab es einen Tumult. Ein Verletzter liegt noch am Boden. Die Situation ist unübersichtlich. Die Beamten versuchen herauszufinden, wer hier Täter und wer Opfer ist. Offenbar ist ein Konflikt unter Anwohnern blutig ausgegangen. Es gab hier eine Körperverletzung mit Flasche, also eine gefährliche Körperverletzung. 2 Geschädigte bisher, beides Männer. Und es ging wohl um Streitigkeiten in dieser Shisha-Bar, dass man dort Minderjährige reinlässt um die Zeit. Wir haben es jetzt 2:30. Ist nicht so ganz im Sinne des Gesetzgebers. Und dann ist wohl hier der Streit eskaliert. Es geht hier richtig vorne drüber, weil hier kommt alles Mögliche rein. Die Menschen vor der Ecke. Wenn ich hier meine Stieftochter hier irgendwo aus einer Shisha-Bar rausholen muss, die gerade mal 15 ist, die ist ja, 15 die ab 18. Und die Türen waren zugeschlossen, ich konnte nicht rein, ich konnte nicht meine Tochter rausholen. Ja, stellen Sie. Ich konnte nicht zu meiner Tochter. Von einigen zurückgehalten. Und er wurde von mehreren Jugendlichen zurückgehalten und wurde sowas gleich dann geschlagen. Ja, und sie war alleine und da wollte ich nur noch zu meiner ich bin gleich Frau. Barfuß, ohne Hausschuhe, ohne alles. Ja, können Sie ruhig zeigen. Manni, zeigen Sie ruhig, hallo. Mal, dass sie barfuß ist, ja? Die Kollegen haben die Lage im Griff. Schöppe und Kühne sichern Spuren. Ein Flaschenhals erweckt das Interesse der Bar. Es ist nach wie vor noch undurchsichtig, wer hier wie, wo, was, wem getan hat, aus welchem Grund. Und zur Spurensicherung ist so ein Flaschenhals eigentlich immer ganz nützlich, weil da trinkt man draus, da ist DNA dran. Und gerade wenn die Flaschen so zerbrochen sind in tausende Teile, wo man keine Fingerabdrücke mehr nehmen kann, ist das eigentlich immer ein schönes Indiz. Das Beweismittel wird vorschriftsmäßig gesichert. Auch wenn dieser Einsatz harmlos endet, immer häufiger richten sich die Aggressionen in jüngster Zeit gegen die Beamten. Ich weiß, glaube ich, keine Woche, wo das vergeht, dass man mindestens nicht 1, 2, 3 Mal in so einer Situation gewesen ist, wo man auch angepöbelt wird. Und körperlich auch, habe ich auch schon persönlich erlebt. Ich weiß nicht, kommunikativ mache ich das aber doch durchaus weg, dass es teilweise gar nicht so weit erst kommt. Aber es ist an der Tagesordnung und
das ist so das, worauf ich mich immer einstelle, dass es auch so weit kommen könnte. Ein letzter Einsatz steht Schöppe und Kühne in dieser Nacht noch bevor. Ein junger Mann hat die Polizei gerufen. Sein Ex-Freund soll ihn geschlagen und aus der Wohnung geworfen haben. Morgen. Ich habe keine Papiere dabei, die sind alle oben. Ich zeige Ihnen, wo sie klingeln müssen. Ich habe kein Handy, das haben die. Mein Portemonnaie habe ich nicht, meine Zigaretten habe ich nicht. Was ist denn passiert überhaupt? Na, ich war da zu Besuch, wollte die über Nacht bleiben und es ist aber eskaliert. Sind Sie alleine aus der Wohnung rausgegangen, also sprich von sich aus? Nee, die haben mich rausgeprügelt. Rausgeprügelt? Was haben Sie denn genau gemacht, konkret? Na, ich habe mit meinem Ex-Freund sprechen wollen. Ja. Er wollte dann irgendwann nicht, dann hat er mir eine ins Gesicht gehauen. Also geboxt, flache Hand, Faust? Mit der Faust. Dann gucken wir uns den oben an. Gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch. Folgen Sie mir. Ja, mach mal. Guten Abend. Guten Abend. Zuerst bitte den Hund zurück. Ja. Am besten. Und auch nicht wehtun. Ja, und weg. Hund, bitte weg. Warum? Damit wir reden können. Weil ich das sage, damit wir reden können. Wir können reden. Ja, aber ohne den Hund. Jimmy, komm hier rein. Sie sind der Herr? Ihren Ausweis, bitte. Ich bekomme jetzt erstmal Ihren Ausweis. Ich habe mich ordnungsgemäß vorgestellt. Ich möchte wissen, wer Sie sind, ob Sie der Wohnungsinhaber sind oder nicht. Ich bin der Wohnungsinhaber. Gut, dann bekomme ich Ihren Ausweis. Ansonsten geht es ja gleich andersrum. Warum? Ich möchte erstmal Grund wissen. Hintergrund ist, dass der Herr uns angerufen hat und gesagt hat, dass er durch Sie geschlagen worden ist. Und Nummer zwei, er war es nicht, der andere. Sie halten sich im Hintergrund. Und Nummer zwei. Hier wurde keiner geschlagen. Und Nummer zwei. Er hat noch persönliche Sachen hier, die hätte er gerne wieder. Kann noch ein Handy, Portemonnaie. Der widerspenstige Hausherr lässt seinen Ex-Freund schließlich in die Wohnung. Streit und Schäferhund scheinen sich als gleichermaßen harmlos zu entpuppen. Gab es hier eine Auseinandersetzung zwischen den beiden? Nö. Also zumindest nicht, dass ich die nicht wüsste. Ja. Waren Sie die ganze Zeit hier in der Wohnung? Ja. Ja. Das bestimmte Auftreten der Beamten zeigt Wirkung. Zwar sind alle Beteiligten sichtlich alkoholisiert, aber als das vermeintliche Opfer seine Wertsachen zurück hat, entspannt sich die Lage. Okay. Also, schlafen Sie alle noch mal eine Nacht drüber, vielleicht klärt sich das ja, morgen schon. Jo, alles klar. Schönen Tschüss. Ja? Schönen Ruhedienst vor allem. Ciao. Tschüss. Tschüss und nicht so laute Musik, nicht, dass man eine Nachbarin anruft und sagt, ja, okay. Auch wenn die Angelegenheit geregelt scheint, der junge Mann will unbedingt Anzeige erstatten. Davon lässt er sich nicht abbringen. In Deutschland herrscht eine regelrechte Gerechtigkeit. Und das heißt, man tut anderen Menschen nicht weh, der eine tut dem anderen nicht weh. Und man kann eine Person bitten, die Wohnung zu verlassen, dann ist das okay, aber man muss keine Person rausprügeln. Letztendlich steht hier Aussage gegen Aussage. Beide sind alkoholisiert und ich bin keine Wahrsagerin, keine Hellseherin, aber ich glaube, morgen tut es ihm leid, dass er das gemacht hat und morgen tut es denen da oben leid, dass sie ihn da rausgeschmissen haben. Ich rate den Leuten eigentlich immer noch mal drüber zu schlafen, die Möglichkeit, so einen Strafantrag zu stellen, so eine Anzeige zu erstatten. Es ist 3 Monate, also ist jetzt wirklich keine Gefahr im Verzug, das jetzt sofort zu machen. Feierabend für Kühne und Schöppe. Heute ist alles gut gegangen, aber jede Schicht ist aufs Neue eine Fahrt ins Ungewisse.